Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk, Bioshock Infinite. Wie man es ja schon lesen kann, da. Ja, jetzt nach längeren Zeit der Abstinenz der Aufnahme sozusagen bei meiner Wenigkeit, habe ich mir gedacht, mal durchgeschaut, ich könnte ja mal wieder was aufnehmen, mal was machen. Und ja, ich hatte schon etwas längeren Bioshock Infinite auf Steam drauf. Und dachte mir, naja, haust du mal rein. Kenn den Teil nicht. Die Vorteile davon habe ich nicht. Und hatte ich auch gar keine Lust, regelrecht aufzunehmen, muss ich echt zugeben. Weil mich der Teil einfach, ja, irgendwie angesprochen hat. Und, ja, nichtsdestotrotz dachte ich mir, jetzt haust du mal Bioshock Infinite raus. Ja, weil sonst wäre ich das wahrscheinlich nie dazu kommen zum Zocken. Und, ich habe vorher schon mal versucht zu zocken, da ist mir aber die Aufnahme jetzt schon dreimal abgestürzt. Ja, immer wieder an derselben Stelle, mal gucken, ob ich diesmal weiterkomme. Ja, also wir starten gleich weiter. Fangen natürlich ein neues Spiel an. Einstellung habe ich schon alles soweit gemacht, von Musiklautstärke her und so weiter. Wir fangen nochmal neu an. Ja, ich möchte neu anfangen. Und nein, wir machen auf schwer, das ist Fakt. So, und los geht's. So. Und natürlich werde ich gleich was ausprobieren, was ich in den anderen Aufnahmen nicht gemacht habe. Ich muss mal schauen, ob da irgendwas passiert. Aber das werdet ihr gleich sehen, keine Sorge. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Jetzt sind wir gleich da. Hier wären wir. Hier sitzen. Mal gucken, was sie sagen. So. Das habe ich nun nicht ausprobiert. Einfach mal sitzen zu bleiben. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich schon. Ich will die einfach mal tot nerven. So. Nein. Wie, er sagt nichts? Ja. Oh. Okay, na gut. Hätte das sein können. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Schön, Leute. So, mal schnell gucken. Ja. Okay, das ganze Geld liegt hier rum. Ja. Wenn es gleich ein bisschen leiser ist, werde ich gleich noch was quatschen. Aber vorher werden wir hier alles mitnehmen, was geht. Ah ja. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. So, hinten war nur noch, genau.
Kusen, alles mitnehmen. So. Ist jemand da? Hallo? Wir räumen nur hier seine Bude leer. Ja, Telefon funktioniert nicht. Ja, hier ist nochmal eine Karte. Was genau, was das soll, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall Amerika. Von Ost bis zur West fast über alles. Hier gibt es, glaube ich, jetzt gar nichts mehr zum Mitnehmen. Glaube ich. Nö, nix. Ja, wie ihr schon seht, hat hier jemand ein wenig rumgewütet. Da, blutige Hand, sagte schon an. Ey, warte mal, sieht aus wie Darth Vaders Helm, hä? Hm, na gut. Ja. Hier seht ihr es. Achso, die Maus muss ich noch ein bisschen einstellen. Ja, so ist okay. Scheiße. Da. Enttäuschen Sie uns nicht, steht hier. Mit einem fetten Kopfschuss hingerichtet. Sehe ich jetzt erst. Okay. Gut, das Fass hier noch. So, okay. Achso, halt, das können wir hier fix machen. Moment mal, diese Karte. Genau. 1, 2, 2. Was in aller Welt? So. Sieht schon gruselig aus, etwas. Soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Und bemerke die Handschellen da dran. Ja, okay. So, und jetzt. Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja. Was? Thank you.
So, herzlich willkommen. Nicht so laut, danke. Herzlich willkommen bei den Sektenspinnern. Ja. Also, ja, wir sind gerade im Himmelreich angekommen. Und sollen hier irgendjemanden finden. Die Frau auf dem Foto, was in der Kiste war. Und ich kann euch schon mal so weit voraus sagen. Es wird sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr anstrengend, ja. Diese ganzen Sektenspinnerei geht schon los, ja. So, wir nehmen auf jeden Fall das ganze Geld mit, das ist Fakt. Und ja, ich werde wieder sammeln, wie so ein Bekloppter, wenn es geht. Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Ist immer so. Und wir rennen mal hier ein bisschen fix rum. Irgendwo war hier Geld. Da. Die Tasche. Na gut, dann halt hier oben. So, ich habe eingestellt, dass... Der Spross des Propheten. So, ich habe so eingestellt, dass wichtige Schilder, die wir sehen, oben rechts, angezeigt wird, was da drauf steht in Deutsch. Weil ich als Superleser Genie ist natürlich schwierig, ne? Lass mir das Geld aufheben. So. Und ja, nur dass du Bescheid wirst. Also, ich werde hier nicht alles lesen wie so ein Bekloppter. Aber die Tonaufnahmen, ja. Okay, die Tonaufnahmen tun wir uns an. Ja. Liebe den, ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Ja. Warte mal, hier war doch auch noch irgendwo ein Portemonnaie. Na gut, plündern wir mal fix hier die Sachen. Also das Geld brauche ich schon. Ja. Hier wird irgendwas für Kinder gespendet, irgendwie so. Ja. Ja, also Zukunft unserer Stadt, also Spielzeug und so weiter, wie man es nimmt. Ja, wie ihr seht, 40 schon von 200 Sachen, okay. Jede Menge Tonband. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Genau, die wissen ja nicht, dass ich hier neu bin, so ungefähr. Und... Na gut, wie ihr schon seht, jetzt geht das Sektenspinnerei los. Achtung! Jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen, hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere... Ich muss das unterbrechen, tut mir leid. Ist das sein Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm! Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür.
Sofort! Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht! Gehen Sie weg! Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Ja, hier kommen wir leider nicht mehr raus. Also, das ist von Ihnen hier sein schäbiges Büro, Apartment, wie man es nimmt. Ja. Und, ja, naja. Also, wie man sieht, da hinten hochdekorierter Soldat oder dekorierter Soldat, wie man es nimmt, keine Ahnung. Damit kenne ich mich nicht aus. Hier seine Dienstmarke, das heißt Polizist ist er oder Privatdetektiv, keine Ahnung. Und, ich kann das gerade alles nicht lesen, aber ist egal. Ich hab doch. Achso. So. Ja, ja. Also, das sind. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. So, nochmal. Ich muss mir mal einen Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Ja, das haben wir gemacht. So, ganz kurz abzukürzen: Das sind die drei Gründer. Ja, den hat ein Schwert bekommen, Schlüssel und hier irgendeine Schriftrolle. Und. Auf das ja. Edensgesetze ist über alle anderen Nationen. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. So, und wir rennen hier einfach mal durch. Was Columbia anders als die Arche für eine andere Zeitalter? Achso. Der du okay. Den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert. Beim Schwert. Hallo, Kolibri. Und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Geld nehmen wir gerne mit. Gibt noch Glück. Wir können nur Vorsehung. Sehr schön. Okay, drin ist sonst nichts. Erkennest das Überirdische. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut. Ich muss das Mädchen finden. Also, ihr versteht, dass ich diesen Mann hier jetzt schon liebe, ja? Dass das hier alles Idioten sind fast. Diese Sektenspinner. Man merkt, dass ich mit Religion nicht so warm bin mit denen. Ja, jetzt seht ihr das hier. Wird schon was. Die ganzen Inseln, so wie es aussieht, sind wirklich alle hoffentlich bleiben die jetzt dran, so wie sie sind. Ja. Nicht, dass sie weiter auseinander gehen. Da gibt's einen Wasserfall und alles. Ach, hab ihn verpasst. Wir können sie bestimmt was arrangieren. Morgen, freut mich sehr. Alles mit dem, was geht. Und Amüsement für alle Altersgruppen. So. Mit N können wir sehen, wo lang wir laufen müssen. Ja, in welche Richtung. Ich finde, sie bringt Fallen. Wir tun aber hier erstmal ein paar Sachen absuchen. Jetzt für Glaube, Familie und Vater. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Kohle. Und das werden wir ihm halt alles widmen, was geht. Ne, da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, hier drin war, glaube ich, nur Engagieren ein Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? So. Und so führte unser Prophet die Menschen fort aus dem Sodom und Horns hinauf in die Stadt, wo sie eine neue
ich suche nur schnell hier das ganze Geld nochmal zusammen. Ich habe keine Ahnung, wo alles war. Ich gucke nochmal einfach die Wege ab. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Achso, ja. Das ist jetzt die Verlosung hier, die jetzt stattfindet. Er ist stark beim Schwert. Macht bei Schluss von Rolle, wenn er mich fragt. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter. Und nun wieder Musik. Dann machst du Musik. Auf guten Glauben, bitte sehr. Ne, auf guten Glauben, wir nehmen alles mit. So, hier war noch leer. Okay. Auch leer. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revers, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Ja, ich hätte ja gerne gekauft, aber die wollen wir ja nicht. So, wir nehmen nur alles mit, was noch geht. So. Achso, das nächste Quatscher. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Nee, hier war nichts. Überall ist Konfetti. So, ich weiß nicht. Nee, hier war nichts. Nein, hier auch nichts. Da ist, glaube ich, noch was. So. Hör auf, was du sagst, mein Freund. Solches Gerät nicht auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Na? Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Keine Ahnung, was ein Vox Populi ist. Ja, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutess. Was zum... Dieses große Düm-Düm ist natürlich sehr laut, finde ich, auf mein Ohr. Ja, die 77. So, alles mitnehmen, essen. So, okay. Runter. Leer. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, soweit auch die Magie voll haben. Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ich wünschte, die würden noch normale Leute aufnehmen. Heute musste schon jemand sein. Aha. Ich bin noch jemand. Na gut. Hallo, mein Freund. Ach, ich dachte, ich kann das Popcorn klauen. Ich spreche von... Okay. Stoff, produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Ja, die Kräfte. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Und zwar persönlich. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Bisschen Cola. Das Zeug dazu? Ja, natürlich. So. Wir müssen dreimal den hier finden. Und da ist Teufel Nummer 1. So. Teufel Nummer 2. Jetzt hat er einen Lauf. Nummer 3, wir haben einen Gewinner! Ja, mein Freund, denken Sie dran, soll etwas gehoben, gelüft, geworfen oder umgestürzt werden? Diese Vox Populi wieder mal! Das haben wir? Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen. Ich versuch's. Guter Mann, jetzt zielen Sie und holen Sie diese Vox vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis!
Dann versuchen wir es mal 20 zu schaffen. Ja, noch zwei Stück. Kommt, Jungs. Ein Schütze wie kein anderer. Sie haben es verdient. 20. Jetzt machen wir noch mal 10. Den Himmel frei. Guter und dann 5. Jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Ja. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. So, nur 10 Stück. Ich will das Zeug alles machen. Himmel gepflückt. Auf der Schuss. Noch ein paar mehr. So. Alles kaputt schießen. Ja. Ach so, so, jetzt holen wir nur noch die 5 und fertig ist. Halten Sie den Himmel frei! Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Ja, das machen wir. Alle vom Himmel gepflückt. Seht euch diesen Burschen an. Okay. Lassen Sie einfach mal durchstoppen. Ich weiß nicht, wer die Box sind. Also, das habe ich keine Ahnung. Nein, 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 ziehen Sie auf die Box. Ich will aber nicht mehr. Ich schieße den Himmel kaputt. Ach so, Gesundheitswert das gewesen. Okay. Sonst haben wir hier hinten, glaube ich, nur noch den Mörder. Der leer ist. Bisschen Geld. Okay. Hier oben war nichts mehr. Boxer vorne! Boxer vorne! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten! Ja, stimmt. Boxer vorne. Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Ja, nur eine Demonstration. So, dann nehmen wir das nächste kaufen. Hier kommen wir leider nicht hin. Hier brauche ich 375 an Kohle. Zurzeit haben wir 116. Zeigen Sie Ihr großartiges Können. Müssen wir hier ein bisschen rumballern. Daisy Fitzroy und die üblen Schurken so, der Box. 20 Punkte. Hier haben wir einen mutigen. Also schießen Sie das auf die Box, bestimmt. Bis Sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Na dann, los. Gut gemacht. Schütze, wie ein Buch steht. Gut gemacht, Sir. Oh, ups. Sie haben Spaß geschafft. Da ist sie, Daisy Fitzroy. Jetzt kann Columbia wieder ruhig schlafen. Schütze, wie ein Buch steht. Gut gemacht, Sir. Ah, Mist. Eine großartige Leistung für einen Schützen. Nur 10. Die Boss besiegt. Nochmal. Ich will wenigstens die 20 haben. Werden reich belohnt. So, nochmal. Hier haben wir einen mutigen. Ich will die 20 haben. Also, schießen Sie auf die Box, wenn Sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, legt ein Meisterschuss.
Nein. Columbia wieder ruhig schlafen. Oh, den Bock schlottern die Knie vor Angst. Reife Leistung. Ja, 20. Eine großartige Leistung für einen. Sehr schön. Die Bock besiegt. Daisy Fitzroy getötet. Sie, Sir, werden reich belohnt. Ja. Oh, da ist einer. Knall ihn ab. Ruhe. Was? Was ist? Bringen wir dich aus dem Konzept? Schuss! Ah ja. Okay. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ja. Der ist arm dran. Naja, ist nicht so schlimm. Jetzt hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon sie nicht mit ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Das nehmen wir natürlich. Geben Sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Jetzt sind wir in der Fähigkeit zu beherrschen. Genau. Press to turn machines into allies. So geht das, männlich. Verdammt, was war das? Ach so. Da kann man den auch nochmal sich angucken. Okay. Das hätten sie ruhig laufen lassen können. Das wäre doch viel, viel netter gewesen. So, das brauchen wir gleich. Der hier tut uns das mal aufladen. Das ist sehr schön. Mehr Geschmacksrichtungen. So, genau. Was ist so falsch an Vanille? Die Hände. Sag, Seemann, aus welchem Hafen kommst du denn? Hast du da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? So, genau. Hier ist eine Schwäche für Eiscreme. So, die Fähigkeit, die wir hier bekommen haben, können wir gleich hier einsetzen. Einen Moment. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist da hier Würdenträgern und... Ah, sieh an, der Abgeordnete Fuford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Ja. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Ja. Hm? Was ist es? Was ist es, Jungs? Was ist es? Kopf oder Zahl, hä? Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Alle nehmen sie Kopf, nicht Zahl. Ist schon hart, oder? So. Hier tun wir auch alles plündern. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary. Ah ja. So, 150 haben wir schon mal. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Ihr wisst. Suchen. Geld. So. Hier ist sonst nichts mehr. Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Nette Waffe. Vox verprügeln, also keine Ahnung. Ja, jetzt können wir mal hier mal ein bisschen mehr gucken, wie es so schön aussieht. Ja. Obwohl ich die Musik leise gestellt habe, ist sie echt laut. Ist nichts von der Schade, okay. Ja, hier können wir das nächste anhören. Madame Lutèce,
Ich habe all ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Als das Mädchen im Turm, da habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg da zur der Statue, so wie es aussieht. Und naja. Was zum... Ja. Sollte den falschen Hirten an sein Zeichen erkennen. AD. Wir haben AD drauf. Ups. So. Tun wir hier noch schnell. Auch nichts zu schade. Nur noch hinten tun wir noch mal schnell durchgucken alles. Auch nichts, Mann. Heute sind sie nicht spendabel. Jetzt waren sie mehr. So, hier ist Polizei. Irgendwas gesperrt. Wieso, was hat warum? Bedauere, Freund. Hier ist gesperrt. Aber warum? Gehen Sie zur Verlosung. Auch leer, okay. Ja, die Verlosung. Die nehmen wir gleich an. Aber ihr wisst doch. Suchen, suchen, suchen. Das heißt, hier kommt noch irgendwas hin. Okay. So, wir gehen mal hier noch schnell durch. Verkaufsautomat. Was verkauft er denn hier? Gesundheit, Gesundheit und Salz. Achso, Salz ist die Zauberenergie, die wir haben. Das blaue und die. Man wird sehen. Ich hab da so ein Gefühl. Du hast immer so Gefühle. Ja, das sind jetzt die Nummern, die wir ziehen können. Ne, sonst ist hier nichts mehr. Okay. So, wir kommen immer näher der Verlosung. Umliegende Zuckerwatte essen, das macht er wieder. So, jetzt sind wir gleich so weit, wie es war. Ja, also eigentlich brauche ich noch hier runtergehen, an die Bühne ran und dann... Peng! Schmiert mir das Spiel ab. Also... Wir machen jetzt kurz hier eine Pause. Also ich mache jetzt hier nur einen Cut für mich. Und nehme gleich weiter auf, in der Hoffnung, dass es nicht abstürzt, okay? Ansonsten sehen wir uns dann... Ja, keine Ahnung, irgendwie weiter. Muss ich mal schauen, okay? Also...